Servus und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 auf der Dreischenhofer. Einen wunderschönen Tag und schön. In der letzten Folge haben wir hier von das Heu gezettert oder das Gras gezettert und ja, die anderen zwei Helfer sind fertig geworden und jetzt müssen wir jetzt einmal den Unimog waschen und dann können wir die Sämaschine aufs Feld 13 ansetzen, damit die das fertig macht. Oder ansieht. Ja, und dann müssen wir vorhin noch das Schwadern und einsammeln und dann passt das wieder. Dann können wir eigentlich die Zeit wieder hochnehmen. So, dann wollen wir das einmal wieder da rum. Der bleibt auch da stehen. Dann ist der fertig. Ist das jetzt? Also aufs Feld 7 müssen wir dann. Dann tun wir dort den Sojabohnen ansetzen. Ja, dann stelle ich den schnell dort ein und dann gehen wir das Heu schwadern und dann einsammeln und dann schauen wir weiter, was wir noch zu machen haben. Da, dann da, ui, da war ein Zaun. So, dann stellen wir das schnell ein, da dort steht schon der Schwader beim Großteil. Da kann ich schon einmal. Weil. Was war das erfolgt? 7. So. Bus, dann haben wir da einstellen. Sojabohnen sind eh eingestellt. Und passt das. Dann machen wir mal V und B machen. Der macht das, der braucht 22 Minuten. Dabei kümmern wir uns einmal um das Heu. So. Dann schwadern wir das einmal. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das nur einsammeln sollen oder zu Pellets pressen. Was brauchen denn die Kühe eigentlich, wenn wir uns die holen? 100.000. Ach du Heilige. Schauen wir mal. $200.000. Für Geld haben wir nicht. Ja, ui, da war ein Zaun. Wie haben wir das jetzt wieder geschafft? An. Ah. Jetzt habe ich gut gefrühstückt, deswegen kann ich das. So. Dann kuppeln wir das wieder an.
So, dann machen wir jetzt weiter. Dann sammeln tun wir das mal schwadern. Immer das einmal einsammeln und ins Lager bringen. Und dann kann man noch immer sagen, was man mit dem macht. Zwei, drei Bahnen, dann ist alles in einer schönen Schwart. Dann können wir es einsammeln. Können wir dann gleich mit dem Ladewagen kommen. So, die Bahn noch und dann können wir auf und vorne fahren. Weil das ist leichter da für links. Oder dann auf und ab geht besser. So, dann noch zwei, drei vorne dann. Das wieder. Komm mal dort oben, geht leichter. Das wieder. Dann müssen wir noch wieder düngen und einsammeln. Dann ist das fertig. Noch zwei Bahnen, dann können wir schon den Ladewagen holen. So, den alles in ein Schwad legen. Das passt dann wieder. Dann kann es wieder wachsen. Die und dann noch am Lobber fahren und dann ist fertig.
Gehen wir schon den Ladewagen gleich holen. So, jetzt haben wir gleich fertig. Dann können wir den Ladewagen holen. Stellen wir den da her. Schnappen wir uns gleich den Ladewagen. Und dann können wir das gleich einladen. So, jetzt sammeln wir dann mal das noch ein. Und dann passt das. Dann ist das wieder erledigt. Schreibt mal in die Kommentare, ob es schon Copets vorgibt. Das würde mich interessieren, weil dann nehme ich das mit rein. Wenn ich brauche nur durch Stroh untergrubbern, dann ist schon automatisch eine Düngestufe. So, jetzt ist der Anhänger auch gleich voll. So, jetzt ist er voll, jetzt können wir das ins Lager bringen. So, wie weit ist der andere eigentlich schon mit uns hin? Okay, der ist auch bald fertig. Dann geht's jetzt wieder weiter und sammeln. Rücksetzen, damit man das auch mitnimmt, denn dann. Und dann fahren wir die Runde dann. Jetzt haben wir schon 30% gleich drin. Ist die Ladebombe auch gleich wieder voll. Spawnen. Und dann passt das.
So, meine lieben Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, ciao.